Hallo, ich bin Wolfgang Link und begrüße euch in Frankens Mehrregion. Heute schaue ich mir mal den Baumannshof an und anlässlich dessen habe ich mich hier am Feld, wo das Gemüse und der Salat wächst, mit dem Wolfgang Baumann verabredet. Und zu dem gehe ich jetzt mal. Hallo Herr Baumann, grüß Sie. Grüße Herr Link. Servus. Servus. Endlich darf ich mal bei Ihnen am Feld sein. Vielen Dank dafür, dass Sie mich dazu eingeladen haben, das einmal näher zu erkunden, was Sie Schönes anbauen. Ich habe ja gesehen, Sie bauen ganz viele verschiedene Sachen an. Was ist es denn alles? Ja, wir haben eine bunte Palette von Frischgemüse im Jahreslauf bis zu Lagergemüse, das wir dann in einem Kühlhaus am Hof einlagern. Das sind zum Beispiel die Möhren, die sind sehr beliebt bei uns. Auch Weißkraut. Wir bauen auch spezielle Kohlsorte an, wo wir wieder eigenes Sauerkraut dann machen. Im Sommer geht es aber um wöchentliche Frische. Das kann sein von Radieschen, Salat, Lauchzwiebeln, Staudensalate, was wir jetzt so haben. Mangold kommt nächste Woche zum Beispiel in die Kiste. Mhm. Und wir planen das ja, wir bauen an. Das sind Erfahrungswerte. Also die Abwechslung spielt eine große Rolle in der Kiste, dass die Kundin nicht gelangweilt ist, dass Abwechslung stattfindet. Und ja, den Anbau stimmen wir dort drauf ab und planen das dann so, versuchen das zu fast 100% direkt zu vermarkten über die Ökokiste und auch über den Hofladen, der freitags geöffnet hat. Und was mir natürlich besonders wichtig ist, ich habe gelesen, es ist alles Bio. Das ist 100% Bio. Das rührt auch daher, dass ich kein gelernter Landwirt bin und mit zwei Ziegen vor 30 Jahren angefangen habe. Ich habe noch nie konventionell gewirtschaftet. Ich verstehe nichts davon. Und von der Fläche her, wie viel Fläche bewirtschaften Sie jetzt hier? Wir haben insgesamt 16 Hektar Ackerland, können davon 14 bis 15 bewässern, theoretisch. Wasser ist seit einigen Jahren ein Thema, also man muss sparsam mit umgehen. Das ist ein Versuch, jetzt auch mit den Erfahrungen der letzten Jahre, die es gegeben hat, mit heißen Phasen, mit fehlendem Niederschlag einfach. Wie stellen wir uns da drauf ein? Als Überbegriff könnte man sagen, raus aus der Fläche. Ich überlege mir, mehr Kulturen zu machen, wo man mit wenig Fläche höheren Ertrag hat. Ist vielleicht mehr Handarbeit, aber wir können das Wasser gezielter einsetzen. Das ist so ein übergeordneter Gedanke, an dem ich die nächsten Jahre sicher noch arbeiten werde. Prima, das hört sich spannend an. Wir sind hier in einem Feld, wo wir was sehen? Grundsätzlich geht es um Frischgemüse. Eine Rohrberegnung, die mitwandert. Wir haben jetzt zum Beispiel da drinnen angefangen mit Salat. Das ist schon wieder umgebrochen, Gründüngung eingesät. Und so wandern wir bis zum Feldrand. Wir pflanzen bis Ende August. Zweiwöchentlich, in einem zweiwöchentlichen Turnus. Die Salate wachsen dann so mit. Kohlrabi ist hier unter dem Schutznetz zum Beispiel. Prima. Und wir wollen ja heute was dann später im Hofladen. Genau. Wollen wir was machen. Und den würde ich gerne mit Ihnen ernten. Um was für einen Salat geht es uns denn? Das ist ein Romana-Salat. Der ist genau jetzt reif, erntereif. Der ist nächste Woche auch in die Kiste verplant. Das ist eine Abwechslung. Ich habe es vor einigen Jahren ins Sortiment aufgenommen, damit man einfach mal was anderes hat. Viele kennen den nicht. Ich freue mich jetzt drauf, dass wir den jetzt gleich ernten. Und das machen wir jetzt einmal. Ja. Und da bin ich schon auf die Frische gespannt. Frisch vom Acker. Genau. Wie knackig. Und wenn das kein frischer Salat ist, dann weiß ich auch nicht. Der knackt so richtig, hört mal. Klasse, oder? So sieht der frische Salat aus. Und den Salat, den wir jetzt frisch geerntet haben, nehme ich jetzt gleich mit zu Ihrer Frau in den Hofladen. Und da werden wir da was Leckeres draus machen. Hallo Frau Baumann, grüß Sie. Grüß Gott. Wir sind ja hier in Ihrem tollen Hofladen. Ja. Und ich habe mit Ihrem Mann vorhin ein paar Sachen schon geerntet, nämlich diesen tollen Romana-Salat. Ja. Und da machen wir dann gemeinsam noch ein schönes Baguette draus. Das habe ich mir überlegt für Sie. Und ich habe mich auch noch umgeschaut. Bei Ihnen gibt es ja so tolle Sachen wie diesen Paprika. Brotaufstrich. Mhm. Was ist denn da das Besondere dran? Weil der schmeckt besonders lecker übrigens. Ja, das ist schön. Der ist mit Blatterbse, der fränkischen Blatterbse. Mhm. Und es ist praktisch die fränkische Kichererbse. Genau. Und den regional. Machen Sie hier selber zusammen. Der wird bei Ihnen der wird hier. Ja. Und hier im Hofladen werden ja alle die Sachen verkauft, die wir jetzt bei Ihrem Mann am Feld gesehen haben, oder? Unter anderem natürlich diesen Salat. Ja. Ich habe auch gesehen, Sie haben noch rote Beete oder schon wieder rote Beete, wie auch immer. Die werden wir auch jetzt gleich noch vermachen. Ja. Und ich würde sagen, wir starten mal so, dass wir ein Baguette machen. Ja. Wir nehmen hier eines Ihrer tollen Baguettes, halbieren das. Ist übrigens von der Bäckerei Wimmer aus Bad Windsheim. Also auch sagen, ne? Natürlich regional. Regional, alles regional. Und wir brauchen ja immer für so ein tolles Baguette braucht man ein bisschen Soße. Und ich habe mir hier gedacht, dass wir ihr Paprika-Dip nehmen und nehmen noch einen Frischkäse. Mhm. Und den rühren wir hier in diesen Paprika-Dip rein. Und da bestreichen wir jetzt gleich oben und unten
die beiden Hälften. Und jetzt belegen wir das Ganze. Ich habe mir überlegt, natürlich gehört ihr frische Salat dazu. Mhm. Dann haben wir hier noch einen bunten Salat dazu. Dann haben wir hier einen Käse. Das ist ein besonderer Käse. Mit Boxengli. Mit Boxengli. Mhm. Dann habe ich ein bisschen. Bergkäse, ja, ein Bergkäse mit Boxengli. Schmeckt besonders intensiv und passt aus meiner Sicht für dieses Sandwich ideal. Mhm. Dann haben wir noch ein bisschen rote Zwiebeln und zu guter Letzt auch noch frische rote Beete. Mhm. Die meisten wissen gar nicht, dass man die rote Beete auch einfach roh essen kann. Ja. Die meisten kochen sie immer und haben dann die ganzen Hände voll. Man kann sie auch wirklich roh essen. Wir legen unten drauf den Salat. So, schau her. Dann nehmen wir hier noch zwei große Scheiben von drei von der rote Beete. Und zu guter Letzt machen wir auch noch frische Zwiebel drauf. Haben wir hier ein herzhaftes Sandwich. Genau. Hier. Das wird hier der Renner in Zukunft. Wunderbar. Das schaut ja lecker aus. Mann, sehr schön. Ist das ein Sandwich. Sehr schön. Und jetzt müssen wir reinbeißen. Ja, genau. Frau Baumann, lieben herzlichen Dank. Es war meine Ehre, bei Ihnen zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei Ihnen und diese tollen Produkte, die Sie haben. Herzlichen Glückwunsch dazu und nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns an unserem Hoffest. Da gibt es auf jeden Fall dieses Parisett. Oh, ja, im September. Ganz lieb. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall da. Ja. Und wir sehen uns bestimmt dann auch auf dem Hoffest. Eine schöne Zeit. Bis dahin.